Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer Runde Get Down. Ich spiele das Ganze jetzt hier auf dem Server von Revinzeit. Ich bin zwar kein wirklicher Fan von ihm, also ich mag ihn eigentlich überhaupt nicht, aber sein Server ist richtig nice, also coolen Spielmodus, auch alles kreativ gemacht. Falls ihr auch drauf spielen wollt, IP in der Videobeschreibung. Und jetzt gucken wir mal, wofür wir voten können. Und definitiv nehme ich hier die Map Sturm. Die ist einfach die beste Map. Wer das System nicht kennt, man hat eine Map und spawnt irgendwo auf einer Höhe. Ich glaube 200 oder sowas ist das immer. Und das sind überall kreuz und quer Blöcke verteilt. Auf die Blöcke muss man draufspringen und versuchen, als erster auf den Boden zu kommen, ohne dabei zu sterben. Man kann andere schlagen, aber auch geschlagen werden. Kommt natürlich auch Knockback dadurch. Man muss versuchen, Coins zu sammeln auf den Coin-Blöcken. Und mit diesen Coins kann man dann im Deathmatch Waffen und Rüstung kaufen. Sehr nice. Es beginnt gleich mit dieser Map. Also gleich mit einer sehr guten Map. Ihr seht, ich habe den hier gerade schon geschlagen. Und der hat mich auch gerade geschlagen. Hat mich aber zum Glück damit nicht getötet, sondern eher nach vorne geboostet. Und ich muss sagen, Shroom ist so eine meiner Lieblingsmap, weil es da eigentlich so viele Coinblöcke gibt. Hier, diese Seelaternen, das sind immer die Coinblöcke, wie ihr sehen könnt. Und man bekommt da Coins. Am Anfang bekommt man für die ersten zwei Coinblöcke, die man bekommt, immer doppelt so viele. Später wird das dann immer weniger. Ich weiß, den einen Coinblock dort oben habe ich jetzt nicht bekommen, aber den konnte ich nicht bekommen. Kann ich den noch irgendwie bekommen? Ah, da ist schon jemand wieder hinter mir. Ja, den kann ich bekommen. Oh, 95 Coins, das ist viel. Und jetzt sehe ich hier gerade sehr viele Coinblöcke. Da ist auch jemand, der gerade so ein bisschen durchrusht. Mist, ich bin runtergefallen. Ah, verdammt. Naja, und so müssen wir halt versuchen, so viele Coinblöcke wie möglich, so viele Coins wie möglich zu erspielen. Und, verdammt, jetzt hat er gewonnen. Ich habe übelst wenige Coins, ich habe 300. Normalerweise mache ich mindestens 500 in einer Runde. Na gut. Das liegt an der Aufnahme. Andere Begründung gibt es nicht. So, jetzt sind wir hier auf einer meiner Ass-Maps, die Map Edgar. Ich weiß nicht, wieso man für so eine Map voten würde. Ich finde diese Map irgendwie überhaupt nicht toll. Es gibt wenige Coinblöcke, es ist alles ein bisschen unübersichtlich. Übrigens so ein kleiner Tipp von mir, falls ihr das spielt. Springt in die Randregionen, da sind weniger Spieler unterwegs und man sieht die Coinblöcke besser. Problem ist, dass halt auch die anderen Blöcke mehr auseinander sind. Ah, eine Sache, die ich vergessen habe zu sagen, zur Spielregel oder Spielweise. Man verliert auch Coins, wenn man stirbt, also man sollte auch versuchen, so wenig wie möglich zu sterben. So, den Coinblock haben wir dann, nicerweise. Och man, kommt schon, gönnt mir doch erstmal. Das war jetzt natürlich auch wieder Luck von mir, dass ich auf einem anderen Low. Ich bin ein bisschen low, dass ich auf einem anderen Block gelandet bin. Sollte ich erstmal ein bisschen warten und regenerieren. Die Seelaterne dort kriege ich nicht mehr. Immer aufpassen, dass niemand kommt. Ja, auf dem Scoreboard seht ihr übrigens, wer gerade wie weit unten ist. Ihr seht, es gibt da schon welche, die sind auf 40. Das heißt, die werden wohl bald auch finishen, also muss ich versuchen, jetzt noch ein paar Coinblöcke zu bekommen. Hier ist ein Lucky Block, darauf kann man drauf gehen und bekommt einen Random Effekt. Ich habe natürlich jetzt direkt wieder einen negativen Effekt bekommen. So, jetzt haue ich hier mal ein bisschen ab und muss dabei aufpassen, weil ich schon wieder super low bin. Ah, das hat er schon wieder beendet. Ich will mal wissen, wie viel Coins der hat. Hafti, 1200, ah, alles klar. Ich habe 471 Coins. Ich glaube, ich mache dann noch eine Runde hinten dran. Ich habe so wenig Coins, ich werde im Deathmatch direkt verlieren. Also, ich habe dann auch im Deathmatch generell gar keine Chance, wenn ich nicht so viele Coins habe wie der. Also, unter 1000 Coins hast du im Deathmatch einfach keine Chance. Ach, komm schon. Na gut. Aber diese Map hier, das ist so eine Coin-Map. Also, da gibt es halt wirklich super viele Coin-Blöcke. Nein, ach komm schon. Hey, hatte der noch Knockback an? Nein,
Hatte der nur Knockback Han? Habt ihr das gesehen? Schreibt mal in die Kommentare, ob der nur Knockback hatte. Also ich glaube, ich hatte ihn geschlagen, aber... vielleicht irre ich mich. Aber ich glaube, der hatte nur Knockback an. So. Jetzt, hier drüben ist noch ein Coinblock, an den man sie rankommt. Genau. Dann laufe ich hier vielleicht mal so ein bisschen drauf rum. Guck, ob ich am Rand so... Ich bugge in der Glas-Ding. Hier ist noch ein Coinblock. Übrigens, bitte schreibt mir jetzt auch nicht in die Kommentare, wo da war ein Coinblock und da hast du einen übersehen. Ich weiß, dass man das im Video, wenn man sich das anguckt, immer ultra leicht sieht, wo überall Coinblöcke waren, was der YouTuber da falsch gemacht hat. Aber wenn man das so live spielt, dann ist das immer ein wenig schwieriger zu sehen. Okay, da unten sind noch ein paar Coinblöcke, die gönne ich mir jetzt. Jump, jump. Ich hab's. Ich hab diesen Minisprung mit zwei Blöcken nicht geschafft. Ja, ich bin gut in Jump'n'Run, definitiv. Ich werde gerade von Pike in LP angeschrieben. Okay, das ist jetzt witzig. Mit dem werde ich demnächst übrigens mal eine Runde aufnehmen. Deswegen ist das so witzig. So. Er schreibt das übrigens nur aus Spaß. Ihr solltet das nicht unbedingt annehmen. Ich werde auch seine Party jetzt mal nicht annehmen. Denn ich will das ja gerade aufnehmen. So, da ist ein Typ. Hey. Jetzt ist er da unten drinne. Klar, Pech gehabt. Viel Spaß da drinne. Ich gehe dann mal weiter runter. Wo sind so die nächsten Coinblöcke? Da ist noch einer. Den gönne ich mir jetzt, glaube ich. Okay, ich glaube, diese Runde habe ich doch ein paar Coins gemacht. Ich weiß. Ja gut, 700, das ist jetzt immer noch nichts. Ich meine, hier sind Leute dabei, die haben 1700. Aber ich mache das Deathmatch aus Fairness trotzdem. Ich gönne mir nur so das Wenigste. Dann kaufe ich mir vielleicht ein paar Münzen, ein paar Level. Guck mal, was so als Verzauberung kommt. Schärfe 2. Haltbarkeit 3. Never. Kommt halt gerade nur Schrott raus. Schutz 2 ist eigentlich ganz nice. Komm, ich mach Schärfe. Haltbarkeit, ne. Schutz 2, das ist nice. Schusssicher, nee. Ah, ist schon besser. Schutz 2. Schutz 2. Und Haltbarkeit, Willy. Schutz 1, Haltbarkeit. Schutz 2, das wollte ich doch haben. Schutz 2, Haltbarkeit, okay. Dann gönne ich mir noch ein paar, bisschen was zu essen. 5 Steaks reicht aus. Einen Goldapfel. Noch ein Steak. Und, tja. Gut. Naja, mäßiges Equipment, aber das Beste, was ich machen kann. Okay, jetzt geht das Deathmatch los. Ich werde hoffentlich nicht gleich direkt sterben. Ich sneak hier erstmal ein bisschen, um nicht gleich auf so einen Foldia-Typen zu treffen, wie der dort. Ich hoffe, der hat mich jetzt nicht gleich gesehen. Hat er? Oha. Ja, ich weiß, ich renne erstmal weg, aber ich versuche erstmal jemanden zu finden, der ein bisschen mehr low equipped ist als ich. Irgendjemand wird sich da schon finden. Übrigens, ich darf nie in dieses Weizenfeld reinrennen. Ich bug da immer drin fest und kann mich einfach nicht mehr bewegen. Also ich muss dann immer leaven oder sowas, denn es geht einfach nicht. Ich komme da nie wieder raus. Ich bin da einmal drinne und dann bin ich ja halt drin. Okay, jetzt werde ich verfolgt, weil mich so ein Typ gesehen hat. Och man, da schießt schon jemand auf mich. Warum? Ich suche irgendwelche Leute, die ich töten kann. Also, wobei, bei denen es mir möglich ist, sie zu töten. Ich hoffe mal, dass der Typ, der hier unten drinne ist, jetzt nicht zu gut ist. Ich gehe einfach mal mit drauf. Oh, Massenkillerei. Warte, da war doch gerade einer, der wegrennt. Ich booste den nach vorne. Und dann schlage ich den hier, by the way, immer mal noch so ein bisschen. Aua, der hat Dornen auf seiner Rüstung. Okay, das ist mies. Ich booste dich doch nur nach vorne. Oh, das war keine gute Idee. Wie viel Damage macht der, bitte schön? What? Wie viel Damage der macht? Das ist ja nicht normal. Ist ja gut.
Ja gut, so schnell stirbt man dann halt auch. Wie gesagt, 700 Konsten einfach nichts. Ich mach noch eine Runde hinten dran. Wir sind jetzt in einer weiteren schönen Runde Get Down. Und ich habe mir so überlegt, ganz spontan spiele ich doch mal zusammen mit dem Falken-LP. Und er ist jetzt auch mit mir auf TS. Hallo. Hallöchen. Okay, also er schallt jetzt ein bisschen. Daran kann ich momentan noch nichts ändern, weil ich bei TeamSpeak direkt die Lautstärke verändern musste. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schlimm. Klingt so ein bisschen klirren. Müsst ihr halt aushalten. Andere Möglichkeit gibt es gerade leider nicht, die ich jetzt machen könnte. Ja, ist jetzt halt einfach so. Ansonsten, ja, er ist ein bisschen besser in Get Down als ich. Wie viel Coins denkst du, schaffst du die Runde? Das weiß ich nicht, und ich denke, ich stelle kommen von gutem Lauf. Okay, also ich habe jetzt genau nichts verstanden. Ich Achso, okay. glaube, ich glaube, ich werde in der Pause einfach mal, also in der Pause zwischen den beiden Runden, einfach mal die Lautstärke wieder leiser stellen, damit es nicht so klirrt. Und ja, dann werde ich dich manuell beim Schneiden dann ein bisschen höher stellen. Ich bin gleich am Anfang runtergefallen, GG. Okay, ich sehe einen Dia-Block. Den werde ich mir jetzt gleich mal schnappen. Okay, also übrigens, falls einer in meiner Community ist, der sich da auskennt, wie man irgendwie die Soundeinstellung so optimieren kann, dass man die Leute trotzdem lauter hört, oder dass sie lauter aufgenommen werden, ohne dass es dabei so klirrt, also wie man sowas, lol, das war Lack von mir gerade, ohne dass man da irgendwelche Klirrfaktoren reinbekommt. Wer weiß, wie sowas geht, der kann mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Wäre ich nämlich sehr dankbar, wenn mir jemand mal sagt, was man dagegen machen kann. Oh, ein vierer Sprung, schaffe ich den? Ja! Ich glaube, das ist so das erste Mal in meinem Leben, dass ich so einen Sprung schaffe. Was machst du da? Es ist wirklich unglaublich laut. Warte mal, Nein. ich muss dich mal kurz leiser stellen, sorry. Ich bin runtergefallen. Ja, Bin also, nicht vorne. jetzt schon mal. Sorry an. What? Was? Sorry an meine Community, dass ich das jetzt so ein bisschen unprofessionell mache, aber das war halt so ganz spontan mal gesagt, hey, komm doch mit in meine Aufnahme, ich nehme gerade auf, wollt doch immer zusammen aufnehmen. Und hat gesagt, ja, okay, TeamSpeak ganz schnell auf den Channel gejoint und halt keine große Zeit verschwendet mit so Sachen. Oh nein, da ist ein Dia-Block. So, oh nein, da ist ein Diablock. Oh, ich habe ihn. Nee, ich habe nur noch wenig Leben. Und ich dachte, ich schaff's nicht mehr rechtzeitig, bevor sich andere holen. So. Dann. Ich bin halt schon. Ich glaube, bei mir sieht es diese Runde ziemlich gut aus. Ich habe schon etliche Coinblöcke bekommen. Da unten sehe ich einen Dia-Block. Ich bin auch schon Ja, auch relativ ein weit Diablo. unten. Was? Och Mann! Hier war der Dia-Block! Hier war der Dia-Block! Also Hier war der. dieser Ach. Mini-Kaimon, der ist schon echt fies. Ja, Der hat schon also. 925 Punkte. Ein Diablo direkt beim Spawn. Ich sehe ihn auch. Nein! Dieser blöde Mitteilungen, oder? Ja, es waren Mitteilungen. Ich Nicht habe Mitteilungen den gewesen. Diablock Und jetzt hat direkt. er mich auch noch runtergeschlagen. Okay, ja. Ich bin direkt beim Versuch, zu dem einen Diablock hier zu kommen, gestorben. Warte, ich gönne mir den Coinblock hier drüben erstmal. So, und dann gehe ich so ein bisschen hier hoch. Ich denke mal, von hier oben komme ich an den Diablock besser dran. Yay! Diablock, und ihr seht, da bekommt man Oh wesentlich mehr nein. Coins, da kann man bis Oh, zu ich habe jemanden gehabt, 120 Coins direkt vor bekommen. der Nase. Direkt was? Nein, kein Problem. Ich habe gerade jemanden direkt vor der Nase einen Coinblock weggeschnappt und dann hat er mich getötet. Ah. Ja, sowas ist halt auch immer nur sozial, wenn man es selbst macht. Wenn die anderen das machen, da regt man sich halt auch immer auf. Bin im So. Korb. Zack, zack. Da ist noch ein Coinblock, den gönne ich mir jetzt. Wo schaffe ich das? Ja, so kann ich das schaffen. Okay, der erste ist bei 5. Nein, dann gönne ich mir jetzt noch. Och, Mann!
Ich hätte noch einen Sprung gebraucht. Ich habe schon wieder nur knapp 800 Coins. Wie viel hast du? Ich habe 900 irgendwas noch. Aber am schlimmsten ist es immer, wenn du gerade auf den Diablock springst und genau in diesem Moment beendet wird. Ja, das ist natürlich auch nice. Verzaubern auf Stufe 2. Hey, Diabrustblätter auf Haltbarkeit 3 verzaubern, das ist doch OP. Ich hatte Schärfe 4 und bei der zweiten Verzauberung hat er mir Verbrennung 2 angeboten. Tja. Ich hab nämlich der Gliederfüßer 2. Ich weiß nicht, ob das jetzt so cool ist. Oh, ich hab gerade auf Haltbarkeit verzaubert und Flame dazu bekommen. Ich überlege auch, ob es sinnvoll ist, sich einen Bogen zu holen. Wie viel kostet der, ne? Nee, ich lasse es lieber. Ich bin so ein richtiger Teaser. Feuerschutz und Rückstoß 1. Was gibt's noch für Möglichkeiten? Verbrennung 1. Schärfe 2, Rückstoß 1, Verbrennung 1. Das ist doch gut für eine Level 2er Verzauberung, oder? Und Don 1, Schutz 2. Schusssicher will ich eigentlich nicht. Und noch 17 Sekunden, ich habe noch kein Essen. Keine Rüstung. Unendlich. Oh. Ich habe halt noch übelst viele Coins. Ich weiß nicht, was ich damit jetzt eigentlich machen soll. Ich habe meine Schuhe nicht verzaubert. Ich war nicht schnell genug. Verdammt. Ich habe richtig verloren. Oh Mann, hier ist gleich schon wieder so ein Typ mit einem verzauberten Eisenschwert hinter mir her. Ja, mit Verbrennung. Du bist bei mir. Oh mein Gott, ich habe mir vergessen, Rüstung zu kaufen. Willi, ach Mann, diese Mitteilung ist direkt bei mir, ich glaube es nicht, ach Mann. Nein. Da ist man einmal richtig, richtig gut, normal gut, verhältnismäßig gut für diese Coins dabei und dann spawnt man direkt neben dem Besten. Ach Mann, naja gut. Das Problem ist halt genau das, Get Down macht übelst viel Spaß, aber das Deathmatch macht man richtig aggressiv, weil immer irgendwelche Leute da sind, die so richtig OP sind. Außer man ist selber richtig okay. Die Sache ist, ich hatte das beste Schwert und den besten Bogen hätte ich noch Schlag 2 statt Schlag 1 gehabt, aber ich hatte halt keine Rüstung. Ja gut. Ich hatte irgendwie noch 120 Coins oder sowas übrig und war nicht schnell genug, weil ich die ganze Zeit mich aufs Verzaubern konzentriert hatte. Ich naja. Hab mich so gefragt, wieso habe ich noch so viele Coins? Habe ich mir 6 Goldäpfel gekauft? Das ist ja aufgefallen. Ja. Naja, ich würde sagen, das war's jetzt von LOL. LOL, hä? Was ist das? Das war's jetzt von LOL? Nee, irgendwie war das gerade ein bisschen komisch. Ich stak irgendwie in meinem Kopf drin. Genau so. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Wenn ihr diese Runde gut fandet, dann zeigt mir es doch mal mit einer positiven Bewertung. Also, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.